Oh mein Gott. Hä? Folge 4? Oh mein Gott, was? Folge 4 ist draußen? Oh mein Gott, nein! Nein, ich muss einfach noch 24 Stunden warten! Das gibt's doch nicht. Die Bauarbeiten beginnen. Oh mein Gott. Die bauen halt wirklich. Oh mein Gott, Leute. Die bauen halt wirklich einen Bunker wahrscheinlich. Mal sehen, ob die eine Baugenehmigung brauchen. Bei Natur und Söhne muss man aufpassen, ne? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da rauskommt. Und ich warte auf jeden Fall ab, ob die wirklich einen Bunker bauen oder nicht. Morgen schauen wir Folge 4. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, morgen Abend sehen wir es, ob sie sich einen Bunker gebaut haben oder nicht. Aber jetzt schauen wir erstmal das Behind the Scenes. Ungezeigte Szenen von der Aussetzung Extended. Sam was wild behind the scenes Folge 6. Ich bin mega hyped, Leute. Ich bin wirklich einfach nur wirklich mega hyped. Also Rainer, yalla. Der Hast du mal Sponsor der heutigen Geburtstag? Folge ist Jochen Schweizer. Wer ein außergewöhnliches Geschenk zu Weihnachten sucht oder selbst mal einen Survival-Kurs à la Seven vs. Wild erleben will, ist bei Jochen Schweizer an der richtigen Adresse. Bei Jochen Schweizer findest du tausende außergewöhnliche Erlebnisse, die du verschenken oder natürlich auch selber erleben kannst. Zu Weihnachten sind die Jochen Schweizer Geschenkboxen auch eine gute Wahl. Ihr habt ein schönes Geschenk und macht eine große Freude, weil sich der Beschenkte sein Erlebnis selbst aussuchen kann. Jeder von uns hat bestimmt schon mal ein unpassendes Geschenk bekommen und weiß, Ja, wo Mann. eine Auswahlmöglichkeit ist. Auf der Eben Website gerade von da Jochen oben. Schweizer haben wir eine Ich habe mich bunte auch Auswahl an sinnvolle coolen Sachen Erlebnissen für verlinkt. dich zusammengestellt. Ihr könnt dort zum Beispiel Canyoning, Kanufahren, Kajakfahren oder Rafting ausprobieren. Das Survival Camp gibt es für eins, zwei. Man kann aber auch bei Jochen Schweizer noch was anderes ausprobieren. Beispielsweise mit diesen. Ich bin in München, haben die irgendwie so ein Jochen Schweizer Zentrum oder sowas, ich weiß nicht genau. Da kann man auch so, da hatte ich auch ein Video gemacht. Wie hieß denn das nochmal? Dieses nicht Klettern, sondern Hochseilgarten. Genau, Hochseilgarten. Und da konnte man auch über so eine Welle und so fliegen sozusagen. Also so Airfliegen oder wie das heißt, keine Ahnung. In so einer Röhre einfach so hochfliegen und runterfliegen und so. Das sah auf jeden Fall voll cool aus. Aber ich habe nur den Hochseilgarten gemacht. Zwei oder auch gleich 3 Tage. Habe Fallschirmspringen, ich aber auch Quadfahren oder verlinkt. Vielleicht habe Gleitschirmfliegen. ich es euch Also ihr seht ja schon, eine oben riesige verlinken können. Auswahl an vielen Abenteuern. Zu Land, im Wasser oder in der Luft, Jochen Schweizer hat da was für euch. Und ihr bekommt sogar noch 5% Rabatt mit dem Code 7vs.Wild23. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um ein Geschenk auszusuchen oder euer eigenes Abenteuer zu erleben. Vielen Dank an Jochen Schweizer fürs Sponsoring dieser Folge und jetzt viel Spaß und Film ab. Wenn Sie mich zu Hause noch nicht gesehen haben, dann seien Sie gespannt, was jetzt auf Sie zukommt. Der Algorithmus wird auch Sie catchen. Fühl ich. Der Algorithmus kommt. Also zumindest auf TikTok, der macht halt mega süchtig, ne? Also TikTok, Algorithmus ist richtig suchtgefährdend. Also falls ihr suchtgefährdet seid, nutzt TikTok nicht. Real Talk. Wir sind jetzt auf dem Weg, Mann! Der große Ist Tag schon ist sehr krass gekommen. da. Wenn du hier Der rauskommst. Algorithmus da ist echt heftig, ne? Also YouTube Shorts auch. Boah, ich traue mich nicht über 720. Nicht, dass das irgendwie. Also eigentlich mein Internet ist mega. Ich habe Glasfaser und sowas, ne? Und das ist das höchste Internet, was es gibt. Aber ich traue mich trotzdem nicht über 720p im Stream. Also offstream gucke ich das alles in viel bessere Qualität. Aber sobald ich streame, irgendwie mein PC sagt. Keine Ahnung, weshalb. Den hasse ich. Ich bring dir einen Bären mit, du Sack! Die Aussetzung beginnt Wir sind vom jetzt. Team Wild. Sind wir ultra stabil. Wir folgen den Kandidaten auf Schritt und Das Tritt. ist nicht euer Ernst. Deluxe hat morgen Geburtstag. Die komplette Aussetzung XXL in Folge 6 Behind the Scenes. Also wir versuchen uns ja immer von Staffel zu verändern. 2021, Staffel 1, hatten wir eine Aussetzung blind mit den Booten. Staffel 2 hatten wir den Helikopter-Dropout auf einer tropischen Insel in Panama. Übel geil. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn noch krasser? Alter, jetzt geht's los, Mann. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meinen Schlauchstall nicht mehr habe. Das wird dich abfangen. Habt Nee. ihr Moskitonetze? Ja. Ja. Ich schneide einfach hier unten. Schau, das ist der Plan. Ich schneide einfach hier so ein Stück ab oder das ist der Schal. Aber wo ist der Schlauchstall hin? Haben die den verloren oder was? Oh mein Gott, da, die ganzen Flaschen. Haben Köder, die sehen halt aus wie fucking Insekten. Also du würdest dich ekeln, wenn du es aufmachst, verspreche ich dir. Boah. Sind die krank oder sind die krank? Boah, die sehen echt schön. Die hatten Wally aus Schweden mitgebracht. Wow. Ja, jetzt verstehe ich, was Wally meint. Bitte nicht!
dauerhaft den Schwanz zeigen. Das ist so nervig. 500 Euro, wenn ich dich nicht einmal nackt sehen muss. Steht nicht, wie viel hier drin ist. Der macht Knossi und Sascha. Währenddessen machen die sowas. 500 Euro, wenn ich nicht einmal nackt sehen muss. Das sind zwei Packungen. Das sind zwei Packungen Knorr. Das Problem ist auch, unser ganzes Stab riecht nach Gemüsebrühe. Oh mein Gott! Einmal die komplette Ausrüstung mit Bärenlockstoff. Digga, Martin rettet uns den Arsch gerade. Wir haben es gestern in der Hektik nicht mehr geschafft, so Mücken-Stuff drauf zu machen und Zeckenshit. Zeckenshit, ja. Boah. Danke dir, Mann. Oh, ich streck mich einfach kurz. Oh. Selbst an dem Tag, wo du viel aufwachst und du weißt, heute geht's raus, oh, es zieht sich wie so ein Kaugummi. So, es zieht sich, so jetzt endlich, es soll endlich losgehen. Einmal Ruhe bitte! Immer wenn ihr was rausnehmt aus eurer Flasche, zeigt das kurz in die Kamera, erklärt kurz, warum habt ihr das eingepackt, wofür verwendet ihr das. Falls jemand damit spielt oder ein Team damit spielt, abzubrechen, dann ist es hilfreich für den Zuschauer und für die ganze Serie, wenn man den Prozess sieht und nicht nur das Ergebnis, wir brechen jetzt ab und fertig. Wir uns wünschen, dass ihr auch vielleicht in schwierigen Momenten draufhaltet und dass es jetzt jedem klar ist, wenn der Gegenüber die Kamera anmacht, das ist normal, wir machen hier eine Serie und niemand hat deswegen grundlos sauer zu sein, ja? Wenn wer blutet, Kamera zuerst, dann der Tourniquet. Ja, für mich war es dann auch wieder sehr, sehr spannend, weil ich die Leute nicht kenne. Ihr habt gehört, wenn ihr abnippelt, erstmal Kamera rausholen. River, hab die verabschiedet im Bus, hab gesagt, ey Leute, ich bin jetzt hier raus und macht's gut und so. Und in dem Moment war es ja auch für mich eine Blackbox. Geht das überhaupt gut? Also funktioniert das? Wissen alle Piloten, wie es läuft und so weiter? Auch weil wir letztes Jahr natürlich diese riesen Probleme hatten. Vor einem halben Jahr war kein Problem, vor drei Tagen ist jetzt ein Problem. Man sieht, es ist schon dunkel geworden. Wir wissen immer noch nicht, ob der Drop-Off stattfinden kann. Wir haben theoretisch eine Lösung. Wisst ihr noch, wie stressig das letztes Jahr war? Wisst ihr das noch? Wir hatten das ja auch in Behind the Scenes alles verfolgt, ne? Ey, Kopfschmerzen ohne Ende hatten die, ne? Also ich sag jetzt nicht, dass sie jetzt keine Kopfschmerzen hatten in Staffel 3. Ich glaube, die hatten in Staffel 3 tatsächlich mehr Kopfschmerzen, aber andere Kopfschmerzen, wisst ihr? Es hat nicht mehr hier vorne gebrannt, sondern da hinten. So, keine Ahnung. Aber, boah, Staffel 2, auch wegen den Kosten und sowas, ne? Da hatten die auch noch nicht nur da Kopfschmerzen, sondern halt auch dieses... Ja, und jetzt bei Staffel 3 hatten die halt andere Kopfschmerzen. Aber, boah, das war schon krass. Okay, ich rede mich über Kopf und Kragen. Also, sie hatten die ganze Zeit Kopfschmerzen. Jedes Mal davor hat man immer Kopfschmerzen, ne? Aber letztes Jahr, das war schon echt krass. Wisst ihr, wegen diesem Hubschrauber, wie viel das kostet. Und da wollten die ja das doppelte Preis und, oh, boah, das war übel. Wir haben gefunden, aber die ist jetzt halt teurer. Das ist nicht cool, das ist nicht geil. Es gibt aktuell kein Plan B. So langsam dämmert mir, warum die allermeisten Survival-Produktionen Fake sind. So. Hey, Ladies and Gentlemen, ich verabschiede mich. Viel Erfolg. Ihr zieht die 14 Tage durch. Wer früher rauskommt, den hasse ich. Okay. Ich bring dir einen Bären mit, du Sack! Bring dir einen Bären mit! Joel und ich haben nochmal die letzten Telefonate geführt, das war's. Jetzt geht's 14 Tage raus. Jetzt geht's 14 Tage. Handy weg, da freue ich mich eigentlich drauf. Diesmal hat es einen 7-stelligen Preis gekostet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Leute, sieben. Das kann nicht nur eins heißen, sondern es kann auch beispielsweise eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben heißen, ne? Ich wollte es nur mal so anmerken. Also immer schön die Werbung gucken. Weil das ist endlich mal Freizeit, Erholung, Urlaub, kein Stress. Und es wird schön. Es wird eine richtig schöne Zeit mit Sascha. Macht's gut. Ciao. Positiv aufgeregt, ja. Wir wollen jetzt einfach nur raus. Ja. Wir haben gerade uns auch allen eingeschlagen. Die ganze Geil, nochmal schnell snacken. Snack, 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 snack. Alles rein, was geht, ey. Bande sitzt jetzt hier und geht da jetzt 14 Tage raus. So viele Gedanken. Mit dem liebsten Wolf sehen. Ich bin im Kopf schon am Plan. Ja. Ich laufe. Ja. Ja. Ich vor so einer Klassenarbeit ein bisschen. Ich freue mich übertrieben, Digga. Ich habe dann nochmal geswitcht auf lange Ärmel. Ich glaube, das ist auch ultra smart gewesen wäre. Wir wollen die 14 schaffen. Ja, jeder will die 14 schaffen, ne? Wir haben Bock, unser Können zu bereiten. Unfassbar motiviert, ja. Keiner kann wissen, was halt auch passiert. Auch ein Profi kann umknicken, Knöchel brechen, sich in die Hand schneiden. Ja. Einfach mit Bedacht rein. Wir sind halt nicht nur drin, um 14 Tage durchzumachen, sondern wir wollen halt auch irgendwie hingehen und irgendwas bauen oder so, ne? Ja. Nicht die ganze Zeit mit pennen. Ja.
Digga, das Mikro triggert mich richtig. Jetzt verstehe ich, weshalb die bei Fernsehproduktionen immer in der Haut, also in der Farbe des T-Shirts oder Hautfarbe nehmen oder sowas. Digga, das triggert ja richtig, das Weiße. Triggert euch das auch so? Oh, krass. Wir sind so Profis, ja, auch ein Stück weit, oder? Meckern auf hohem Niveau, ey. Wenn wir nach Tag 1 rausgeflogen sind, ist es peinlich jetzt. Ja, aber, dann schneid das bitte raus. Nein, Quatsch. Ja, sehr gut. Kannst du dir den Saft mit Fahrzeug gucken lassen? Bitte? Kannst du den Saft mit Fahrzeug gucken lassen? Oh mein Gott. Ja, soll mal kacken gehen, versuchen. Wo ist denn hier? Ich bräuchte mal. Sehr, hier. Was glaubt ihr? Wir sind vom Team weit. Sind wir Ultrastadtmädchen? Ja. Für uns liegt keine Priorität drauf, ein richtig krasses Haus zu bauen. Wenn wir es nicht können, wir können es nicht. Wir improvisieren. Das ist krank. Das ist ein Entertainer. Junge, dieses rote Ding ist ja so hart. Holy shit. Also ich habe mehrere Vermutungen. Ich kann mir einmal vorstellen, dass wir mit einem Wasserflugzeug irgendwo landen, dann vielleicht schwimmen müssen oder sowas. Aber ich glaube, am realistischsten ist es, dass wir irgendwo ab uns abseilen. Das ist nicht euer Ernst. Ich spring aus nichts raus. Wir haben hier verschiedene Optionen. Im Wasserflugzeug, wir haben so einen geisteskranken Turbo-Militär-Ultra-Doppelhelikopter. Vielleicht wird alle verschieden. Ein paar mit dem Wasserflugzeug, ein paar mit dem Heli, ein paar mit dem Boot. Größten Respekt bei den 14 Tagen ist bei mir auch das Essen. Zwar schon mal 7 Tage jetzt gegessen, dass immer nur so eine kleine Hand Blaubeeren bekommt, hilft das schon enorm. Oder eine Brühe trinken, das ist ja sehr schon ein Gamechanger. Das würde mich stark überraschen, wenn sich nicht einer in den 14 Tagen so verletzt, dass er abbrechen. Der hat wieder das weiße Mikro. Sieht ihr es jetzt? Weil ich es ja gerade eben irgendwie nicht gesehen habe. Leute, putzt eure Brille. Muss. Frühes Ausscheiden. Stark überrascht, wenn sich nicht einer in den 14 Tagen so verletzt, dass er abbrechen muss. Frühes Ausscheiden durch Stock auf den Kopf, umknicken, Meniskus anreißen oder irgend so einen Scheiß. So ganz früh, dass man, bevor man überhaupt zeigen konnte, was man gelernt hat, schon raus ist. Da habe ich richtig Schiss vor. So ein dummer Fehler und da läuft der uns rauskickt, das wäre halt unnötig, ne? Ja. Ja, guck mal, das ist hier Balu. Der hat doch keiner hier, okay, Oh, ja, Mann! Ey, Martin! Geil! Kennt ihr noch die Serie von früher? Oh, Martin, hast du nicht die Befürchtung, dass wir nass werden? Wieso nass? Wir sind im Flugzeug. Und was meinst du, wie du von der Flugzeug ans Fest, vom Flugzeug ans Fest ankommst? Jedes Jahr. Da ist die Aussetzung immer ein großes Thema. Dieses Jahr haben wir so nach Symbolbildern gesucht. Also was steht für Kanada? Und da war eigentlich klar, die Wasserflugzeuge, mit denen hier die großen Distanzen überbrückt werden, stehen einfach für die Weitläufigkeit des Landes. Deswegen wollten wir dieses Bild auf jeden Fall einfangen. Ich für meinen Teil habe meine Erfahrung dann mit dem Wasserflugzeug gemacht im Scouting. Mir ist sehr, sehr, sehr übel. Oh, da war was. Wo ich wirklich mittags dermaßen abgekotzt habe, bis nachts, dass ich gesagt habe, okay, so leid es mir tut, ich bin leider kein Mehrwert in der tatsächlichen Aussetzung. Don't pull the yellow tag. Den hier? Wir gehen rein als Jungs und kommen raus als Männer. Wenn wir an so einem Spot irgendwie angekommen. Den hier? 12. August. Da, 12. August. Krass. Wir gehen rein als Jungs und kommen raus als Männer. Wenn wir an so einem Spot irgendwie angekommen sind, ich glaube, dann geht's mal wieder so kurz, aber jetzt gerade ist richtig schlimm, ey. Ich finde es gruselig, dass wir so gechillt sind. Ich weiß nicht warum. Ist alles okay? Wirklich? Nein, Lavas. Ich glaube, das ist so eine Strategie von Seven Boys Wild, die Leute einfach mürbe zu machen, indem man einfach so instant sagt, pass auf, die ersten kriegen ihre Schwimmwesten, die anderen nicht. Einfach damit sie so ein bisschen rätseln. Hier wird, ich glaube, nach Fitness ausgesucht, wer springt, wer fliegt oder wer fällt. Einfach mal was Schönes machen. Und vielleicht schaffen wir es diesmal tatsächlich, das Gefühl auch den Leuten zu vermitteln, ey, wir haben da auch Spaß und das ist halt auch schön. Das ist mein großes Ziel. Einfach auch sozusagen nach 14 Tagen so, hey, Fritz, ey, war doch eine geile Zeit. Ich habe sogar zugenommen. Größte Herausforderung für uns ist das Thema Nahrungsbeschaffung. Ich denke, Shelterbau sind wir fit, psychisch auch so, wir ergänzen uns. Aber Nahrung ist einfach ein großes Fragezeichen. Also grundsätzlich sage ich tatsächlich, bei der Vorbereitung, die man halt hätte machen können, glaube ich, könnten es alle schaffen. Mir geht's nicht darum. Ey, ich frag mich, haben die wirklich den ganzen Tag diese Interviews gedreht? Weil guck mal, also klar, das sind jetzt immer nur kleine Miniszenen, ne? Aber wir sehen ja, die haben nur ein weißes Mikro und ein schwarzes Mikro anscheinend, ne?
Alter, wie eng ist dieser Zeitplan bei denen gewesen? Weil Whale-Watching beispielsweise, Ankunft, Jetlag, Essen, Trinken, Schlafen, Planen, Briefing, Sicherheitsbriefing, Dingsda-Briefing, 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 Einheimischen-Briefing, Interviews innerhalb von 3 Tagen? Boah, stressig. Um 14 Tage da irgendwie durchzukommen, das auszusetzen, 20 Kilo zu verlieren und dann als halbes Skelett irgendwie da ab... Hast du den Stream von Knossi nicht gesehen? Stimmt, Knossi hatte irgendwas noch gestreamt, ne? Nee, den Stream habe ich nicht gesehen. Den Stream habe ich nicht gesehen. Wartet mal. So, wir ergänzen uns. Aber Nahrung ist einfach ein großes Fragezeichen. Also grundsätzlich sage ich tatsächlich, bei der Vorbereitung, die man halt hätte machen können, glaube ich, könnte es alle schaffen. Mir geht es nicht darum, 14 Tage da irgendwie durchzukommen, das auszusetzen, 20 Kilo zu verlieren und dann als halbes Skelett irgendwie da abgeholt zu werden. Ich möchte Sachen ausprobiert haben, ich möchte Nahrung besorgt haben und auch eine schöne Hütte haben. Jetzt zu sehen, funktionieren wir auch in einer Extremsituation, darauf freue ich mich. Alle, die jetzt eine beste Anhaben, diese Richtung. Ciao. Alter, das war der Tag mit den Interviews und Hero-Shots. Aber nicht der Tag der Aussetzung, oder? Okay, also sie haben einen ganzen Tag für Interviews und Hero-Shots gehabt. Okay, aber trotzdem alles, boah, stressig, ey. Ey, das war's. Tschüss. Nee? Tschüss, viel Erfolg. Viel Spaß dabei. Achso, okay. Ganz viel Spaß. Viel Glück euch, Mann. Du machst das. Wir machen das. Wir machen das alle. Go hard or go home. Ja, Mann! Ja. Bye, bye, Bitches! Bye, bye! Really? Yeah. Du kannst steer and stuff? Sure. Okay. Geil, der kann Co-Pilot werden. Wie cool. Das ist halt wirklich Captain Baloo. Was geht, Junge? Alter! Ja, ich hab wohl die Aufgabe bekommen, das Flugzeug zu fliegen. Deswegen, ich bringe die Jungs alles sicher raus und dann am Ende springe ich. Wie geil, und dann springt er selbst irgendwann. Alter, wie geil, was für ein Erlebnis, allein in so einem Flugzeug zu sitzen und dann noch ganz vorne zu sitzen und dann noch im Cockpit und sowas. Ey, richtig krass, oder? Schon heftig. Muss ich echt sagen. Aus die Maus, nichts für Mäuse. Ja, dann spring ich einfach ab, ne? Kein Problem. Die Kandidaten sind startklar. Unser Technikteam macht sich ebenfalls auf den Weg zum Startpunkt der Aussetzung. Wir sind auch 14 Tage unterwegs, ne? Reichlich Strom drin, Ladegeräte, Cams, alles mit dabei. Es geht jetzt ins Auto und dann geht's los. Ich habe auch meine Arbeitskollegin, die ist Debbie. Unsere Technik-Crew fährt mit dem Boot zu unserem seit 30 Jahren brachliegenden Hub für die Aussetzung. Sind die Contestants denn unterwegs jetzt? Auf 2 Wasserflugzeuge verteilt fliegen unsere Kandidaten endlich los. Hey, die sind jetzt auf dem Wegboden! Jetzt geht's ab! Wir haben wenig Zeit, die sind schon am Airport. Wir müssen noch ganze 40 Minuten zur Insel. Hab euch lieb. Nicht weiß, wer schwitzt du. Wir sehen uns in Valhalla. Oh, jetzt geht die Abfahrt hier los. Mal da vorne sind schon die Abfahrt. Du sollst eine Ansage machen. Was ist denn für eine Ansage, Alter? Es geht jetzt halt los. Das hier ist das echte Game. Wir werden 14 Tage machen und haben bald die Vorfreude. Fritz, danke, dass wir mitmachen dürfen, ne? Danke, Fritz. Danke für die Einladung. Hey, Bär! Oh, Bär! Dieser ist, sobald der Selbstversuch startet, genau jetzt! Der Pilot denkt sich auch so, Digga, was habe ich hier für Irre im Flugzeug? Einmal bitte alle wegspringen, also rausspringen. Oh mein Gott! Was muss sich der Pilot gedacht haben, wenn er zurückguckt? Und dann guckt so an, Buddy ihn so... Wow, und so Knossi und Sascha. Ho, Bär. Yo, Bär. Wahrscheinlich so ein Digga, was? Bär, Bär, Bär. Ja, Pilot. Boah,
Geil, ey. Das ist auch der Moment, wo alles schief gehen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also damit steht und fällt die komplette Serie mit diesem einen Tag, mit diesem einen Event. Das ach ist so, ich habe gerade gedacht, die Landung vom Flugzeug. Ich war gerade so, so eine Art so, jo, ob die noch leben oder nicht, gefühlt. Ich war gerade so richtig so, Alter. Mann, meine Lampen sind schon wieder aus. Gibt's doch nicht. Die gehen alle 10 Sekunden aus. Das Gute, dass man, oder dass ich mich da vor allem auch auf die Leute vom letzten Jahr vollkommen verlassen konnte. Also natürlich Max allen voran, aber auch einen Pat an der Kamera oder einen Rico oder einen Dave. Aber auch Dirk, der dieses Jahr neu dabei ist, der komplett auf der Insel war und diese ganze Logistik auf der Insel, wer welches Boot, wann fliegt der Heli da und da, der hat das ja alles organisiert, das war auch alles super. Hat mich gut beruhigt, dass dann die Abholung auch klappt. Gutes Team ist die halbe Miete. Krass, guck mal, wie das da schwimmen kann, dieses Boot. Hammer, das auch mal gemacht. Wieder ein Haken von der Bucketlist, der hier drauf stand. Das ist echt krass, das ist ein richtig krasses Erlebnis. Mit der Kommunikation war eben auch so eine Sache, weil man muss sich vorstellen, im Norden Vancouver Islands, da wird das Handynetz dann irgendwann nicht mehr so gut. Dementsprechend sind wir nämlich auch alle losgefahren auf unsere Position, die wir vorher besprochen hatten. Aber ab so einer halben Stunde Fahrt gab es eigentlich gar kein Netz mehr und wir konnten uns überhaupt nicht mehr verständigen. Bedeutet, es musste alles so klappen, wie es vorher abgesprochen war. Das ist natürlich ein komisches stressig. Gefühl, wenn man dann in der Zeit eigentlich kaum miteinander reden kann. Ja, das ist sehr komisch. Zumindest in der heutigen Zeit. Früher war es normal. Jetzt machen wir eine Hausnummer gerade, ja? Danke, dass du die Aussetzung war halt geil, weil wir erst mit dem Wasserflugzeug los sind. Ja, das ist schon mal ein ganz anderes Feeling im Flugzeug. Du guckst raus, du weißt, du wirst mit diesem ja, kleinen Flugzeug auf dem Wasser landen. Und wir wussten ja auch ich wusste nicht, wie es dann weitergeht. Was passiert jetzt? Wohin müssen wir? Sascha und Knossi, fuck. Oh, das ist unser Zeug. Mein Gott, hier ist unser. Alter, geil! Battle Royale, no joke. Jawohl! Ja, ja. Unsere Taschen, alles da. Mütze auch viel kälter als gedacht, muss ich sagen, leider. Jetzt sind wir wieder mal irgendwo in nirgendwo. Fucking Vancouver Island. Die Haare an. Wir haben uns heute wieder auf Form gebracht. Wie letztes Jahr. Und heute haben wir es noch höher gemacht. Wir sind also der Meinung, dass alle schaffen werden. Ja. Aber das Ding ist halt, wie es dann wirklich sein wird, man kann es nie sagen. Für mich und ich glaube auch für dich gilt es, wir wollen 14 Tage schaffen. Wir müssen kein Bauwerk dahin zimmern. Aber wisst ihr, was ich appreciate an diesem Mikro-Ding, weil das ist an dem Weißen, dass sie das weiße Mikro immer an die rechte Person geben. Ich liebe es nämlich, wenn es synchron ist. Wisst ihr, wenn schon ein weißes Mikro, dann immer auf der rechten Seite. Bitte lasst das nicht ändern. Wir glauben, wir gehen da ohne Angst rein, machen dann Abenteuerurlaub daraus und werden unsere Freundschaft auf ein ganz neues Level bringen. Das ist unser Ziel. Seven war zweit letztes Jahr. Für uns war die Staffel einfach nicht abgeschlossen, sondern es war der erste Teil von 3 Wochen. So sehen wir das. Wirklich, schaut euch das mal an, wo wir sind. Das ist doch ein absoluter Luxus, dass wir da mitmachen dürfen. Wirklich, weil es ist unser Job, da rauszugehen und jetzt 14 Tage durchzuhalten. Sascha hat mir vorhin gesagt, scheißegal, was passiert, dann trage ich dich nach 14 Tagen raus. Geil, ey, Ehre. Alter, was ist das? Ja, Notfallset, Feuerlöscher, Buschbox, Schlafsäcke. Wiegt fast gar nichts. Du lässt den Rest an, zieh meinen Pulli, glaube ich, aus, falls wir nass werden oder so. Hey, ihr nehmt jetzt alle eure Sachen an sich, macht euch eine GoPro mit dem Strap um den Arm. Jeder nimmt eine GoPro AB. Boah, wie kalt auch. Dieser Helikopter, der ist die ganze Zeit, du machst die ganze Zeit Wind, wisst ihr? Guckt da vorne, hier, da ist der Helikopter. Der ist klar zwar ein bisschen weiter weg, aber trotzdem, ihr seht ja an den Wellen, der macht schon gut Wind. Boah, auch kalt bestimmt. Jetzt beginnt das Spiel. Um Leben und um Tod. Ja,
dieser legendäre Kreis der Motivation. Man muss vielleicht auch fairerweise dazu sagen, dass Knossi immer wollte, auch schon in Staffel 2, dass ich diese Motivationsrede halte. Also er hat das jetzt nicht von sich aus einfach übernommen. Ich aber gesagt habe, ich so, pass auf, du kannst das viel besser. Du bist der Typ dafür. Du kannst das richtig geil hochpushen. Mach du das. Ja, ich bin vielleicht Gesicht dieser Serie und ich habe mir das Ganze ausgedacht, aber ich muss deswegen mich nicht die ganze Zeit in den Vordergrund drücken. Und wenn ich weiß, dass jemand das gut kann, dann übernimm das. Und deswegen hat Knossi da eine geile Ansage gemacht, die natürlich auch irgendwie Gänsehaut im Moment mit sich gebracht hat. Ja, da ist man pumped. Da ist man, da hat man Bock. So. 14 Tage im Dreck, auch ohne Essen. Das kann man schaffen. Glaubt an euch. Habt keine Angst. Die Angst ist was Gutes. Ja! Der Zeitpunkt, auf Wiedersehen zu sagen, ist gekommen. Wir sehen uns in 2 Wochen. Ein Bock, ein Griff. Ja, mich auch, Bruder. Oh, 2 Wochen. Sind wir nicht alle ein paar Naturensöhne? Das hat krass angefangen und das geht auch krass weiter. Alter Lachs. Alter Lachs. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Viel Spaß im Urlaub. Leute, zuhören! Schönen Urlaub. Wir müssen 3 Gruppen wählen. Die erste Gruppe sind Trimax, Rumatra und die Naturensöhne. Ah ja. Sascha, Knossi und die Wildkader. Wow. Hey. Wir sind gleich Nachbarn. Ey, wir treffen uns, Leute. Wir treffen uns. Jacken oder keine Jacken? Keine Jacke. Für uns geht's aufs Wasser. Diesmal haben wir uns dann für einen Hybriden aus Booten, Wasserflugzeugen und Helikoptern entschieden. Das war ein bisschen knifflig zu planen. Hatte auch ein bisschen Schiss, dass das schief geht. Und ja, dann kam der Tag, der Tage, die Aussetzung. Alles war ein bisschen hektisch. Ich war sehr nervös, ob mein Plan so aufgeht, wie ich den schon bei Google Maps reingekritzelt habe. Weg Ende, linkes Boot. Okay, wo gehen wir hin? Setz euch gerne nach da vorne. Ich check die ganze Zeit meine Handytasche, weil ich denke, mein Handy ist rausgefallen. Ja, aber es ist nicht rausgefallen, es ist einfach nicht da. Irgendwelche letzten Worte? Wir haben, glaube ich, noch ganz viel zu sagen die nächsten 14 Tage, oder? Nee. Welche letzten Worte? Alle letzten Worte. Ihr dürft beim Aussetzen natürlich auch die GoPro gerne laufen lassen. Okay. Alles klar? Super, danke euch. Viel Spaß. Oh, jetzt haben wir ein Foto gestellt. Tag der Aussetzung, Kameramann am Start. Gleich erstmal GoPro verlieren. Die sahen sich nie wieder. Also derjenige, der den Spot kriegt, in dem wird echt wenig Vertrauen gelegt vom Team. Das ist geil, das war genau das Ding. Was? Der war ja ohne Witz, der sieht sogar noch krasser aus als der. Besser als der davor. Der ist auch nicht so ultradicht. Ich hätte auch, ich hätte auch Bock auf ein bisschen Bronze dann. So, welches Team? Ich weiß, wer hier. Ja! Ja! Jetzt haut rein, ey. Viel Spaß euch beiden. Viel Erfolg! Euch auch! Ja. Hab ich. Auf Wiedersehen! Bis in 14 Tagen! Arrivederci! Arrivederci! Mein größtes Problem in 14 Tagen wird wahrscheinlich sein, dass ich gar keine Ahnung habe, wie mein Körper darauf reagiert, wenn ich lange nichts esse. Ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr hart wird. Aber das ist auch das Geile. Wir sagen beide, wir gehen erst raus, nicht bei Verletzungen oder Krankheit, auch wenn ich eine fette Entzündung habe, solange man keine Adern oder so sieht und das eine Blutvergiftung ist, wollen wir uns da irgendwie durchbeißen, solange es geht. Ich denke mal, ein Team fliegt mindestens raus wegen Verletzung. Das ist krass. Das ist krass. Du kannst den ganzen Strand ablaufen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du so weit gucken kannst. Ja, das ist geil. Das ist halt wirklich geil. Das ist recht gut. Pass mal auf, wir kriegen den Spot da hinten. Die paar Bäume auf dem Richtig weg. Bären aus. Sind die unter Naturschutz? Außer euch zwei Bären, oder? Ja, genau. Ich habe schöne kleine Fassade. Was? Echt jetzt? Ich bin auch mal in so einem Boot gefahren, so ein Sportboot mit der DLRG. Und da hat eine Wespe in den Fuß gestochen. Und weil ich noch ein Kind war, haben die mich dadurch aufheitern wollen. Was wollten die aufmuntern? Die haben eine Wespe in den Fuß gestochen. Oh, Alter. Ja. Also, so süß. Also mit dem Sportboot, oder was? Ahoi, ahoi! Alter! Boah, Alter, ich krieg richtig Gänsehaut! Alter! Also nach dem
dritten Tag kickt bestimmt der Zuckermangel, kriegen wir direkt Kopfschmerzen. Mhm. Hoffen natürlich da irgendwie Bären zu finden, um das Bären mit E, um das bekämpfen zu können. So. Ja, und wovor ich persönlich auch wirklich auch so ein bisschen Angst habe, ist so dieses, dass halt irgendwas Dummes passiert. Wir müssen uns zusammenreißen. Werkzeugmanagement muss da sein, Alter. Wir haben uns wirklich seit der Nominierung komplett Seven vs. Wild-mäßig vorbereitet. Das sieht man auch auf unserem Kanal. Nur noch Seven vs. Ja, Wild und nicht wegen Klicks oder so. Da wirklich, wir wollen hier abreißen gut und haben alles trainiert, was geht. Also ich weiß auch gar nicht, was wir noch trainieren könnten. Also an der Vorbereitung scheitert es nicht. Ja. Sehr geil. Man ist total unter Adrenalin. Durch die ganze Nummer, die da abging, Heli da, Wasserflugzeug hier, 600 PS, Speedboot da, überall Geräusche, alle am Hypen. Und man ist da voll in Ekstase irgendwie. Oh, oh mein Gott. Ja, besser ist es. Die Kandidaten werden gleichzeitig ausgesetzt. Das zweite Boot ist unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich aufgeregt oder... Ja, ich glaube, ich bin aufgeregt. Ich kann nicht mehr reden. Jetzt geht's los. Keine Ahnung, es ist nervös, voll spannend. Ey. Wo wird man ausgesetzt? Alter, ich bin selbst nervös, Leute. Ich mach die ganze Zeit hier irgendwas an meinen Nägeln. Das ist gut. Boah. Wir fahren darüber. Wir setzen euch an verschiedenen Spots ab. Kann sein, dass wir ganz normal am Strand anlanden. Kann aber auch sein, dass wir an der Küste einen Stein abgesetzt werden müssen. Denkt aber dran, das war vorher möglicherweise feucht, wenn es dann abgetrocknet ist. Ja. Wir sind im Soldatenmodus. Wir gehen da raus, improvisieren, passen aufeinander auf. Alter, wie windig. Boah, Alter. Andrew fährt uns ran und dann packen wir die Sachen. Aber guck mal, was? Knossi und Sascha haben da schon was richtig gemacht, ne? Weil die haben ihre Ohren komplett geschützt, ne? Und bei den Mädels war es gerade so, es war übelst windig. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte danach irgendwie so eine Ohrenentzündung oder sowas. So wie das da gepfiffen hat. Und ihre Haare halt, boah, krass. Also Knossi und Sascha, das muss ich sagen, haben sie gut gemacht. Direkt eingepackt. Was? Oh nein, wir kommen hin. Backen! Wir sind es! Alter, Knossi fast rausgeflogen aus dem Boot, oder? Guck mal. Achtung. Backen! Wir sind es! Achtung! Du schaffst es, du hast 7 Tage Panama geschafft. Du schaffst auch 14 Tage Kanada. Auf geht's. Pass auf euch auf. Ciao. Ciao, ciao. Wo bin ich denn hier drauf? Das kann man alles essen. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Bis in 14 Tagen. Wir fressen den Dreck. Irgendwas finden wir immer. Einfach Dreck. Wurzeln. 300 Kalorien auf 100 Gramm, mein Derfe. Irgendeine Wurzel vom Löwenzahn. Seealgen. Genau. Seetarn, Seespargel. Bären, irgendwas Muscheln. Finden wir. Wir finden doch und irgendwas. Und im Worst Case? Willst du lange ohne essen? Ich dachte schon, im Worst Case sagt, da fresse ich dich. Jetzt kommt 2 Wochen zu zweit das Grande Final. Erst dann ist für uns Seven vs. Wild endgültig vorbei. Das ist nicht einfach, weißt du so. Das ist anders. Seven in the Wild! Ja! Ich muss sagen, Knossi und Sascha sind so eine Bereicherung für Seven vs. Wild. Die sind so richtig Entertainment. Oder? Ich finde die so cool. Deshalb, das ist tatsächlich mein aktuelles Lieblingsteam. Und war schon davor, also. Ja, kam jetzt nicht erst durch die erste Folge oder zweite oder dritte und so. War schon davor mein Lieblingsteam. Aber das ist aufregend. Wir fahren jetzt ich hoffe, die fliegen nicht raus. Ist genau die nächste Staffel auch wieder dabei? Ey, wir wissen erstens nicht, ob es eine nächste Staffel gibt und zweitens, ich glaube nicht. Ich meine, er hat direkt gesagt, nein! Das reicht jetzt. Wir fahren wahrscheinlich da so rein. Er war zweimal da, Leute. Wie ist dein erster Eindruck? Ähnlich wie bei Knossi und Sashi. Er ist ja einfach derselbe Spot. Geil, Alter. Ach du Scheiße, ich glaub's nicht. Voll einsam jetzt schon, dann könnt ihr wieder zurückkommen. Fritz hat gesagt, wenn er in ein Team rein müsste, dann zu Knossi und Sascha. Geil. Ich hab immer das Gefühl,
ich könnte zum Problem werden. Ich bin so übermotiviert und diese Energie geht nicht weg. Und ich denke immer so, scheiße, bitte, liebe Hanna, ich will dir nicht auf den Sack gehen. Also durch meine Ranger- und Bergwanderführerausbildung und das, was ich sonst so mache, habe ich schon ziemlich viel Wissen, was so Natur und Wildlife und so weiter angeht. Du bist eine Maschine. Ich laufe mit dir irgendwo lang. Sie so, das ist das, das ist das, das ist die Pflanze. Ich denke mir, Pflanze. Wir beide haben das Nötigste gemacht, was jetzt in unserer Kapazität war. Und entweder es hat jetzt gereicht für die 14 Tage oder halt nicht. Ey, tschüss, Leute. Ciao. Danke für alles. Ciao. Bye, bye. Wir sehen uns. Bis in 14 Tagen. Manche Leute noch mit Booten, dann nochmal weiter mit dem Heli. Also es war auf jeden Fall ein geiles Feeling, zumindest für uns Teilnehmer, um wirklich in so ein Abenteuer halt geil reinzustarten. So, weil es ist halt nochmal was anderes, wenn du aus dem Heli rausgehst und der fliegt weg und du weißt, das war's jetzt erstmal. Bye, bye. Oder ja, ob dich einer mit dem Auto absetzt und sagt, guck mal, da ist ein Waldweg, da geh einfach rein, ich komme in einer Woche wieder. Das, ne? Das, ja, so eine Aussetzung muss schon ein gewisses Feeling halt irgendwie mit sich bringen. Um alle 14 Kandidaten gerechterweise gleichzeitig an den verschiedenen Spots auszusetzen, haben wir dieses Jahr verschiedene Transportmittel gewählt. Die restlichen Teams werden aufgrund der hohen Wellen mit dem Heli zu ihrem Spot gebracht. Ausrüstung ist geparkt, wir sind ready, angeschnallt und jetzt geht's zu unserem Spot. So, stimmt, da war ja aber. Ja, naja, Fritz hatte das Feeling ja nicht. Ja, stimmt, weil er ja von oben irgendwie alles gesehen hatte und mit dem Dorf, ne? Ja, ist ein bisschen blöd gewesen, aber. Trotzdem, also ich finde es trotzdem. 20 Sekunden Flug. Ja. Aber bei den anderen war es schon sehr krass. Okay, weil Fritz kann ich so verstehen, ne? Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht der Hubschrauber hätte ja ein bisschen so. So irgendwie so Kreise fliegen können oder so. Das ist vielleicht, keine Ahnung, für so eine Minute oder zwei. Ja, 20 Sekunden Flug ist schon ein bisschen. Ja. Ich kann das verstehen. Ja, trotzdem ist geil. Ich habe das Gefühl, das hier, dieses Projekt, wird für mich so eine Art. Ja, Abschlussprüfung nach 12 Jahren gemeinsame Teamarbeit. Mein persönliches großes Ziel ist, dass wir am Ende der 14 Tage abgeholt werden und sagen, eigentlich könnten wir noch mal 14 machen. Jeder hat das Potenzial, diese 14 Tage zu spulen. Mein persönliches Projekt wird für mich so eine Art, ja, Abschlussprüfung nach 12 Jahren gemeinsame Teamarbeit. Mein persönliches großes Abschlussprüfung? Okay. Beim Abschlussprüfung will er danach aufhören oder wie? Großes Ziel ist, dass wir am Ende der 14 Tage abgeholt werden und sagen, eigentlich könnten wir noch mal 14 machen. Jeder hat das Potenzial, diese 14 Tage zu schaffen. Der Punkt ist halt, wie man es schafft. Ich glaube, ein Team wird es auf jeden Fall treffen. Was heißt, sie haben was zu verlieren, aber man weiß ganz genau, wenn die jetzt nach Tag 2 rausgehen, die Leute rasten aus. YOLO. Leute, 2 Tage in der Wildnis, macht es erstmal nach, ey. Ganz ehrlich. Ein Tag, 24 Stunden in der Wildnis. Macht's erstmal nach, bevor ihr die ganze Zeit labert. Also ganz ehrlich. Ich würde es mir nicht trauen. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Schaut ihr mal 3 Tage. Also, ich weiß nicht mal, ob ich 2 Stunden schaffe. This is the start. Let's go, Joey und Jan. 14 Tage, 2 Wochen, da klingt erstmal. Er hat das Mikro an seinen Brusthahn dran gemacht. Ist das nicht sein Ernst, oder? Alter, das tut es nicht weh? No way! Warum? Warum steht Dave daneben? Wie cool, guck mal, die haben sogar. So ein, okay, guck mal, sein, tatsächlich, das Mikro bei ihm sieht aus wie ein Accessoire, ne? Crew, weiß, ne? Dave versus, Seven vs. Wild, behind the scenes. Alter, die haben sogar extra T-Shirts gehabt für Crew und dann nochmal, was er genau macht, steht da drauf. Krass, oder?
nach Spaß, aber wenn man sich das mal durch den Kopf lässt, es ist wirklich lang. Ach, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht klar, dass es mit Joey geht. Ach, krass. Wann waren diese Dings, diese... Okay, krass. Ja, das war ja alles so früh. Ja, okay, gut. Die ersten 3-4 Tage ist wirklich Folter. Das heißt, du bist körperlich unter Entzug. Bevor ich Angst habe, wer vor... Erstmal Karo schneiden. Hunger, weil mit dem Hunger kippt auch meine Laune und dann hätte ich vielleicht auch keinen Ehrgeiz mehr, da durchzuziehen. Mhm. Wir haben hier hinter uns gerade eben 2 Grizzlies gesehen. Pumas gibt es auch. Es gibt Wildlife. Tiere sind nicht so meine engsten Freunde tatsächlich. Ich habe eigentlich auch schon ein bisschen Angst vor so einem Hamster, wenn der irgendwie sich bewegt, da zucke ich schon zusammen. Es fängt jetzt an in den nächsten Stunden. Ich freue mich. Bro, Mann. Wir sind zu Samuels soweit eingeladen worden, als also ein bisschen Neulinge. Wir waren nicht erfahren im Outdoor-Thema. Wir gehen jetzt hier gerade mit dem Mindset rein, wir machen 14 Tage. Alles andere wäre auch dumm, finde ich. Das Mindset ist dieses Jahr sehr krass. Irgendwie fühlt sich dieses Mal mehr an wie so Hunger Games, als würden wir so in die Schlacht ziehen. Ja. Ich kapier's mal zu den Knopf, ja, aber okay. Sonst lege ich jetzt noch die 2 Tage hier durch. Boah. Wenn ich mir den Daumen abschneide, Bro, dann ist es so. Alter, was ein kranker Sport, Alter. Ja, man ist ja voll in Ekstase irgendwie, dass alles gut gegangen ist, dass alles so nach Plan gelaufen ist, dass die Bilder so bombastisch aussehen. Also es ist ja noch geiler geworden, als wir es uns vorgestellt hatten in der Planung. Die Aussetzungen waren Träumchen und danach das Gefühl war unbeschreiblich. Ja. Erfolgreich ausgesetzt, keinerlei Probleme und für uns heißt es jetzt ab ins Basecamp und wieder zu Kräften kommen. Das war echt anstrengend. Sieht doch echt fertig aus. Die Sonnencreme komplett verlaufen. Samuels war die dritte. Viel Struggle wieder. Aber ich glaube, wir haben es gelöst. Jetzt liegt es an den, wie Johannes sagen würde, Scheiß-Teilnehmern richtig abzuliefern. Halbzeit. Oha. Vor uns liegen noch 6 weitere Folgen Behind the Scenes. Für Geil. Unsere Kandidaten geht es gerade erst los. 14 Tage 7 vs. Wild. Hat Gelle bekommen? Ja. Was hat er bekommen? Ich zieh mich inzwischen an. Die haben das nicht an, wir müssen los. Dann sehen wir das als Code Red, oder? Keine Entwarnung. Also keine müssen wir das jetzt als schlimmste Stufe treaten. Wir nehmen einen Arzt mit. Diese Cliffhanger immer hier, diese Cliffhanger. Aber tatsächlich, da wurde ich gespoilert leider. Das ist der Spoiler, den ich mitbekommen habe. Das ist... Glaube ich zumindest. Vielleicht wurden wir auch veräppelt, ne? Aber ich glaube, Knossi und Sascha, ne? Dieses Knossi, Sascha, Knossi, Sascha! Und die beiden pennen irgendwie, ne? Und dann kam Knossi, Sascha, Knossi, Sascha! weil die irgendwie, glaube ich, ne? Dass es das irgendwas war. Also das ist der Spoiler, den ich mitbekommen habe, tatsächlich. Ja. Knossi, Sascha! Ich glaube, ihr seid's. Aber denen geht's gut. Und die hatten irgendwie keinen Empfang oder keine Batterie oder sowas. Aber war ja bei Arctic Warrior? War das nicht da? Da war es doch genauso. Da war das bei Otto auch. Wisst ihr noch? Da kam Sebo richtig sauer. Mit einer roten Karte kam er fast an. Da kam so richtig so. Mach's nicht nochmal. So. Wisst ihr noch? Ich meine, das war bei Otto. Mhm. Deshalb, ich glaube, das war genau die gleiche Situation. So, deshalb, also, ja, die haben sich einfach nicht gemeldet, weil die wahrscheinlich keinen Empfang haben, wie hier schon gesagt haben. Und die machen den halt jetzt direkt als Cliffhanger. Ich zieh mich inzwischen an. Die haben das nicht an, wir müssen los. Dann sehen wir das als Code Red, oder? Keine Entwarnung. Also, keine müssen wir das jetzt als schlimmste Stufe treaten. Wir nehmen einen Arzt mit. Stressig! Ich freue mich auf jeden Fall auf das Ende von Folge 4. Oh, das ist einfach schon online. Das ist jetzt wirklich eine krasse Versuchung, Leute. Das ist wirklich eine krasse Versuchung, da jetzt drauf zu klicken. Wisst ihr das? Wir schaffen das. Morgen gucken wir Folge 4 von 7 vs. Wild. Und meine Lampe sieht aber schon wieder aus. Ey. Es ist irgendeine blöde Einstellung. Ich muss dann gleich unbedingt gucken. Nervig. Auf jeden Fall, ich freue mich auf morgen.